Hier ist Reisemutig, Daria und Bernd und ein neues Reisekonzept. In 15 Tagen durch 4 Länder Mitteleuropas, Süddeutschland, Österreich, die Slowakei und Ungarn. Entdecke mit uns Salzburg in 17 magischen Erlebnissen, von historischem Charme bis zum nächtlichen Glanz. Top 1, ein stilvolles Frühstück. Die 2, ein romantischer Start. Top 3, die humorvollen Zwergenfunde. Und die 4, das entspannte Flanieren. Nun die 5, österreichische Küche und Bierkultur. Erlebnis Nummer 6, die aussichtsreiche Schifffahrt. Top 7, die Sache dort, das Original. Die 8 steht für die barocken Kirchen. 9, die Erhabenheit der stillen Grabmäler. Top 10, das älteste Restaurant Europas. Zu Top 11, die märchenhaften Wasserspiele. Das 12. Erlebnis, die modernen Performances. Nun Top 13, Schweben über Salzburg. Die 14, ein Diener für alle Sinne. Top Nummer 15, das Echo der Vergangenheit. 16, die Magie der Musik. Zuletzt Top 17, Salzburg in einem mystischen Licht. Und los geht's in den zweiten und dritten Tag unserer Mitteleuropa-Reise. Viel Spaß! Beginne den Tag genussvoll in einem der ältesten Kaffeehäuser Österreichs, im Café Thomaselle. Hier, wo die Tradition bis heute gelebt wird, fühlt man sich als Teil eines Rituals. Ein Tag in aller Gelassenheit zu beginnen, ein klassisches Frühstück in stimmvollem Ambiente und eine Zeitung in der Hand. Sofort taucht man in die Salzburger Atmosphäre ein und gestärkt in ein neues Abenteuer. Starte romantisch, umgeben von Rosenpracht und dem historischen Charme des Mirabellgartens. Die Gartenanlage und das Schloss Mirabell erzählen die Liebesgeschichte von Fürsterzbischof Wolf Dietrich und seiner Geliebten Salome Alt. Das Schloss wurde 1606 für sie und ihre 15 Kinder gebaut. Dieser Ort steckt euch mit Lebensfreude an und umhüllt in eine zeitlose Eleganz der barocken Gartenkultur. Die Szenerie ist traumhaft für Selfies und Videoshots. Das dritte Erlebnis zaubert ein Lächeln ins Gesicht und steckt mit der barocken Satire an. Die Handwerkskunst des Zwergelgartens im Schloss Mirabell ist einmalig. Wurden allerdings 1811 alle versteigert. Und dann haben sie sie im 1200 wieder zurückgeholt. Diese charmante Modeerscheinung aus dem 17. Jahrhundert verleiht dem Stadtrundgang eine witzige Note. Das ist aber komischer Zwerg. Flaniere entspannt durch die Altstadt und tauche tiefer ins Salzburger Esprit ein. Auf dem Mühlner Steg wird man von dem wunderschönen Panoramablick auf die Stadt direkt verzaubert. Weiter in der historischen Getreidegasse, wohl der bekanntesten Einkaufsstraße Salzburgs, entzückt die harmonische Symbiose aus Geschichte, Kultur und modernem Flair. Die Vielfalt der Geschäfte ist beeindruckend, von schicken Boutiquen bis hin zu traditionellen Läden. Das ist doch Traum von jedem Mädchen. Ja, wir teilen hier, ja. Auch Mozart wurde hier geboren. In seinem Geburtshaus erfährt man mehr über sein Leben. Allerdings waren wir von der Ausstellung etwas enttäuscht.
bei den Salzburger Festspielen, die zweimal im Jahr zu Pfingsten und im Spätsommer stattfinden, erlebt man Kultur in ihrer schönsten Form. Seit 1920 verwandelt diese Veranstaltung Salzburg in eine internationale Bühne von höchstem Niveau. Die Caldera-Figur von Anthony Craig zeigt, dass Salzburg immer in Bewegung bleibt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Der Weg durch die Goldgasse mit kleinen Boutiquen und Cafés verführt zum Entdecken der einzigartigen Schätze. Schließlich erreicht man den Residenzplatz, der die Pracht vergangener Epochen in Stein und Mauern zum Leben erweckt. Am Domplatz erhebt sich nicht nur die majestätische Dom, sondern auch eine moderne goldene Installationssphäre von deutschen Künstler Steffen Walkenhol, die in einem Dialog zwischen Tradition und Moderne steht. Genieße authentisch in traditionellen Brauereien. Sklorne Brauhaus im Kassners Schenke, verwöhnt mit herzhaften österreichischen Gerichten und einer geselligen Atmosphäre. Die Bierkultur in ihrer gemütlichen Form erlebt man im Sternbräu Biergarten. Hier kommt der Genuss nie zu kurz. Bereichere deine Eindrücke mit vielen Aussichten vom Wasser aus. Über den Marco-Feingold-Steg, ein Symbol der Liebe und Verbindung, geht es zur Anlegestelle Franz-Josef-Kai. Eine Fahrt auf der Amadeus entlang der Salzach lässt die Altstadt und die beeindruckende Berglandschaft ganz anders wahrnehmen. Vom Wasser aus verliebt man sich aufs Neue in Salzburg. Die Kapitänin gibt richtig Gas. Es fühlt sich an, als würden wir förmlich über die Wellen fliegen. Konstruktionen der Brücken von unten öffnen eine verborgene Perspektive auf die Stadt. Am Ende der Fahrt enthüllt die Kapitänin eine weitere Überraschung. Sie lässt das Boot zu den Klängen von Strauss einen Walzer im Kreis tanzen. Zelebriere Salzburger Tradition und verkoste eine echte Sachertorte im Café Sacher. Eine Verführung, die mehr als nur ein Kuchen ist. Die Sachertorte ist ein Biss in die süße Tradition. Sie wurde 1832 von Franz Sacher kreiert und ist zu einem Wahrzeichen der österreichischen Patisserie geworden. Dieses Erlebnis ist ein Stück Geschichte auf der Zunge mit einem Geschmack von Flair vergangener Zeiten. Bestaune die prächtigen Kirchen, barocke Architektur und die Kunst. Die Kollegienkirche diente den Benediktinern als Universitätskirche. Ihre Räumlichkeiten strahlen göttliche Präsenz und Erhabenheit aus. Besonders die Kuppel zieht die Blicke auf sich. Der majestätische Dom zu Salzburg entfaltet eine unvergleichliche Faszination aus. Es ist das zentrale Wahrzeichen der Stadt und wurde im Jahr 1657 vollendet. Das Tor der Hoffnung ist von Toni Schneider-Manzel gestaltet und symbolisiert die christliche Hoffnung auf Erlösung und das ewige Leben. Die Franziskanerkirche
berührt mit ihrer anmutigen Atmosphäre und der spirituellen Tiefe. Als kulturhistorisches Juwel ist sie eine der ältesten Kirchen Salzburgs. In der detailreichen St. Peterskirche bewundert man die kunstvollen Verzierungen und Skulpturen. Die Geschichte der Kirche geht auf den heiligen Rupert zurück, der hier im 7. Jahrhundert das Kloster gründete. Zu seinen Ehren wird in Salzburg jedes Jahr ein Rupertickertag gefeiert. Halte inne und spüre die romantische Melancholie der Ruhestätte. Der Petersfriedhof ist einer der schönsten und ältesten in Europa. Die stillen Grabmäler und die uralten Epitaphe schaffen eine beeindruckende Atmosphäre. Es ist fesselnd, als wäre man mit Generationen verbunden, die hier ihre letzte Ruhe gefunden haben. Die Katakomben von Salzburg stammen aus dem 5. Jahrhundert und wurden als Begräbnisstätte für christliche Märtyrer und Gläubige angelegt. Hier in dem stillen Schatten der Vergangenheit spürt man die unvergängliche Hoffnung, die diese heiligen Stätten ausstrahlen. Gönne eine erlesene Gaumenfreude an dem Ort, wo die Familie Mozart zu Tisch saß. Im Peter-Stifts-Kulinarium verschmelzen Tradition und Genuss zu einem unvergesslichen Erlebnis in stilvollen Räumlichkeiten. Tauche ein in die fantasievolle Welt sagenumwogener Einhörner, versteinerte Gottheiten und Wasserspiele im Schloss Hellbrunn. Es wurde zwischen 1613 und 1619 von Fürsterzbischof Markus Sittikus von Hohenems als Sommerresidenz und Ort für Vergnügungen erbaut. Die Ausstellung Schaulust begeistert mit ihren Exponaten. Zu entdecken gibt es Musikzimmer mit einer überdimensionalen Notenschleife. Ein lebensgroßes Einhorn, ein Globus aus dem Jahr 1613 und das Zimmer der Vergangenheit. Sehr kreativ und unerwartet. Die humorvollen Wasserspiele im Schlossgarten machen sofort gute Laune. Sie wurden schließlich zur Unterhaltung der Gäste konzipiert und nutzten ein ausgeklügeltes System von Wasserleitungen und Springbrunnen mit Mechanik aus der Zeit des Barocks. Zu den Attraktionen zählen witzige mechanische Figuren entlang des Bachs und sogar ein mechanisches Theater mit 142 beweglichen und 21 unbeweglichen Akteuren und eine selbstsprudelnde Fontäne. Markus Sittikus war ein Lebemann und auch heute macht es viel Spaß, zu ihm zu Besuch zu kommen. Entdecke die zeitgenössische Kunst und performe deine Gefühle selbst. Im Museum der Moderne treffen Kunst und Architektur aufeinander. Sie laden ein, eigene Gedanken in einem kreativen Dialog neu zu formen. Außer Kunst bietet das Museum einen einzigartigen Blick auf die Stadt und die Umgebung.
Auch hier wird die eigene Kreativität gefördert. Wir machen auch Kunst. Eine Performance. Ich komme. Spüre Adrenalin und das Gefühl des Schwebens in der Festungsbahn. Steige mit ihr den Mönchsberg hinauf und genieße einen faszinierenden Blick auf die Stadt. Feiere ein Dinner mit spektakulärem Blick im Panorama-Restaurant der Festung Hohensalzburg. Mit seiner fantastischen Aussicht, stilvollen Einrichtung und feinen Küche ist es das perfekte Ort für ein Geburtstagsdinner oder andere besondere Anlässe. Ein Erlebnis, das lange nachhallt. Halte unvergesslichen Sonnenuntergang fest mit Blick auf das Salzburg aus der Höhe von der Festung Hohensalzburg. Sie ist eines der bedeutendsten und am besten erhaltenen mittelalterlichen Bauwerke Europas. Die Festung wurde bereits im Jahr 1077 erbaut und diente ursprünglich als Residenz der Erzbischöfe von Salzburg. Der Moment des Abends, wenn die Stadt in warmer Farben getaucht wird, geht tief unter die Haut. Fühle die Klänge der Musik in ihrer zarten und doch mächtigen Form beim Mozart-Konzert auf der Festung Hohensalzburg. Hier finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt, die die historische Pracht des Ortes auf kunstvolle Weise lebendig werden lassen. In diesen historischen Räumlichkeiten wird man von raffinierten Salzburger Mozart-Konzert und seinen Melodien verzaubert. Bei einem Glas Sekt in der Hand genießen wir Salzburg, das im sanften Licht der Dämmerung leuchtet. Zum Abschluss erlebe die Stadt im mystischen Mondschein. Im Glanz der Nacht bei einem Spaziergang durch die Altstadt. Sammle die letzten Momente der Reise, schlendernd durch die engen Gassen, die im Licht- und Schattenspiel getaucht sind. Und das Erbe der Stadt auf besondere Weise erstrahlen lassen. Ein zauberhafter Ausklang.